Hallo alle zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge von Kingdom Hearts Buffer Sleep. In der letzten Folge haben wir den mysteriösen Break besiegt, der einer Person aus Kingdom Hearts 2 ziemlich ähnlich sieht. Mehr sage ich dazu nicht, aber man vergleiche einfach sein verletztes Auge mit einer anderen Person, die ein verletztes Auge hat, und dann hat man schon sich alles wunderschön zusammengereimt. Wir haben, glaube ich, auch diese Spielstatistik-Treffer. Ach schon. Geheimberichte haben wir den Bericht von Xehan oder erhalten. Ich habe mir den ehrlich gesagt noch nie durchgelesen. Und jetzt sollten wir eigentlich im Radiant Garden auch die Personen. Sollten wir jetzt nicht die Personen hier? Die Charaktere, genau. Im Radiant Garden. Haben wir noch Merlin? Ist das ein Hauptcharakter? Schön, dass die Vanitas auch aufgegriffen wird. Guck mal, Break. Break. Ein geheimnisvoller Mann, der im Dunkeln agiert. Er steckt mit Meister Xehan und unter einer Decke und spielt Terra etwas vor, um diesen die Kräfte über Dunkelheit zu entlocken. Dabei übernimmt er sich aber und das Ergebnis ist die Narbe in seinem Gesicht. Ja, und dann kann man ganz voll komplett angucken. Schön, dass Vanitas auch angeklärt wird. Ein mysteriöser Junge mit einer Maske. Er scheint in irgendeiner Verbindung zu Meister Xehan zu stehen. Und so heißt der Xehan und ist sicher ein Lüger. Lüger. Er ist kein Lügner, er ist ein Luger. Gut, lassen wir das. Gut. Dann für die heutige Folge habe ich mir vorgenommen, dass wir uns ein bisschen im Kommandobrett umgucken. Yay! Neues Spiel. Also wir haben die Möglichkeit, das Schlüsselbrett zu spielen und das Hofballbrett. Und Honigtopfbrett. Gut, wir spielen, ich weiß jetzt nicht. Wir spielen einfach das mit Wentes und Aqua. Ich habe das ehrlich gesagt noch nicht. Ich glaube, das schaut am leichtesten aus. Punkteziel. Wir nehmen einfach beengtes Spielbrett und daher heiß und unkämpft. Nehmen wir 5000 Punkte? Ja. Land des Aufbruchs, 500 Punkte. Nein, was denn so? Müssen wir nicht durchmischen, wir sind wir überhaupt Terra, ja. Okay, so. Die Steuerung. Sobald du an der Reihe bist, kannst du aus dem Menü oben links deine Handlungen auswählen. Rang, von und Punktestand siehst du im Namensfeld unten rechts. Bewege den Feldcursor, hältst du 3 gedrückt, bewegst du ihn schneller. Bewege die Kamera nach oben und links und rechts. Betrachte das Spielbrett aus der Vogelperspektive. Drücke X, um das Spielfeld-Index ein- auszublenden. Wähle als erstes Würfeln im Menü aus und würfle. Du bewegst dich die Anzahl der gewürfelten Augen fort. Erreichst eine Weggabelung, bestimmst du mit dem Steuerkreuz die Laufrichtung, bestätigst sie mit X. Alright. Wir haben hier Optionen. Bewegungsgrün, normal, Spiel brechen. Okay, passt. Status. Ja. Karten 5. Trümpfe. Was sind die Trümpfe? Setze Kommandos ein, um diverse Wirkungen zu erzielen. Ein ganz bestimmtes Kommando ermöglicht dir sogar die Chance, das Blatt zu wenden. 2 Würfel. Ne, wir machen jetzt mal ganz normal Würfeln und schauen, was da rauskommt. Muss ich irgendwas drücken? Ja. Gut. Wir müssten ja, diese... Wie konnte ich in die Vogelperspektive so? Konnte ich nicht. Ja. Wir haben hier diese Kingdom Hearts Herzen, ja? Einmal in Blau, in Gelb, in Rot... Und den grünen, und die müssen wir, glaube ich, alle einsammeln, 5000 Punkte, und dann müssen wir zum Schlüssel, also zum Startfeld zurück. So habe ich das nämlich verstanden. Kann ich das nicht eben... ich weiß es nicht, wo lang ich möchte, ich gehe dann von da lang. Haben wir jetzt einen blauen Kontrollpunkt und bringen dadurch 300 Punkte. So, das kommt. Die Kontrollpunkte und das Startfeld. Passierst du einem Kontrollpunkt, erhältst du Bonuspunkte und ein Kommando wird aufgefüllt. Die passierten Kontrollpunkte werden markiert. Welche Kontrollpunkte du passiert hast, siehst du unten rechts im Namensfeld.
Hast du alle 4 Kontrollpunkte passiert und passierst dann das Standfall, erhältst du noch mehr Bonuspunkte und deine Kommandos werden aufgefüllt. Okay. Die erhaltenen Punkte hängen auch von den Umrundungen und von der Zahl der sich in deinem Besitz befindlichen Felder ab. Der Glückskubus und die Schadensfelder. Kommst du auf einem Schadensfeld zum Stehen, werden die Punkte vom Glückskubus entzogen. Steigst du auf und bewegst den Glückskubus, kannst du die Schadensfelder umgehen. Bewegst du den Glückskubus der Anzahl der Sterne entsprechend, erhältst du Bonuspunkte, die Punkte, die dir den Spieler entzogen hat. Schau mal, ich weiß ehrlich gesagt nicht mal mehr, wie das geht. Ja, aber okay, wenn das macht genau das gleiche wie ich. Und wahrscheinlich macht... Entweder ich glaube, Aqua macht, glaube ich, etwas komplett anderes immer. So. Ach Gott, Doofbacke. Gut, dann würfeln wir nochmal. 3. Ja, das hast du davon, Aqua. So, die Bonusfelder. Auf dem Spielbrett gibt es die Spielfelder, auf die bereits von Anfang an Kommandos gelegt sind. Diese sogenannten Bonusfelder. Kommst du auf einem Bonusfeld zum Stehen und zahlst die nötigen Punkte, erhältst du das Kommando. Schwertwurf. Ja, nehmen wir uns doch mal. So. Bonusfelder halten. So. Okay. So. Gut, ich bin nicht so gut in dem Spiel, ich sage ich gleich. Ich kann mir das machen und ich kann darüber gehen. Ich mach das hier mal. Zwischenschwertreiter, gehe zu einem beliebigen Feld. Wollte er mich wahrscheinlich irgendwo hin, vermutlich. Das hatte ich jetzt aber auch noch nie. Was soll ich denn machen? Wähle das Zielfeld aus. Das kann ich mir aussuchen. Was ist das? Da ist Ragnarök. Das kostet aber verdammt viel, ne? Ich gehe zuerst zu diesem Feld. Aber da oben ist Ragnarök. Das ist geil. Das will ich haben. There we go. Die Stufe der Kommandofelder steigen. Indem du Punkte bezahlst, kannst du die Stufen deiner Felder steigern. Steigerst du die Feldstufe, erhöht sich die Mautgebühr und der Wert, um den sich deine Kommandos weiterentwickeln. Kommst du auf dem Startfeld oder einem Kontrollpunkt zum Stehen, kannst du den Wert eines beliebigen Felds anheben. Kommst du auf einem Feld zum Stehen, auf das du ein Kommando gelegt hast, kannst du den Wert dieses Feldes erheben. Ja, wir können von dem den Wert erheben und machen wir... Genau, machen wir uns eins höher. Stufe aufgestiegen. Gut. Es wäre schön, wenn Ventus da genau drauf laufen würde, aber ich glaube, das wird nicht der Fall sein. Aqua, würfel eine 1. Bitte, ich will Geld haben. I want money. Nein. Bitte, nein, 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 nicht, nein. Nein, du Doofbacke. Ich wollte Ragnarök haben. Mann. Doofbacke. Ich gehe wieder da lang. Ich gehe doch nicht auf die Ragnarök. Bin doch nicht bescheuert. Okay. Bescheuert bin ich noch nicht. Nee, 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 nee. Das machen wir nicht. So. Wähle das Zielfeld aus. Ich möchte bitte dahin. Ja. Weg von Aqua und ihrem Ragnarök. No, no. So, wir halten 300 Punkte. Du kannst die Stufe deines Feldes aufheben. Ich habe doch nur ein Feld. Nee, möchte ich nicht. Ja, möchte ich nicht. Danke. So, wow. Haha. Gut, bin ich wieder dran. So, Terra ist wieder dran. Show, dann würfeln wir mal wieder.
Oh, wir haben eine 6 gekriegt, das ist schön. Wir werden jetzt vermutlich... Wo ist landen hier? Warte, da lande ich da und da lande ich da drüben. Nein, ich möchte jetzt in die Richtung gehen. So, auf dem Kommandobrett setzt du deine Kommandos ein, während du spielst. Das Symbol zeigt die Art des Kommandos an. Bleibst du auf einem Feld stehen, kannst du eine bestimmte Punkteanzahl bezahlen, um dein Kommando auf das Feld zu legen. Kommt dein Gegner auf dieses Feld zu stehen, erhältst du von ihm die Mordgebühr. Legst du Kommandokarten auf dem Spielfeld, steigen des Kommandos auf, sobald die Partie beendet ist. Der Wert, um sie aufgestiegen, hängt vom Rang und dem Wert der Felder ab. Bei Kommandobrett gibt es die aktuellen Punkte und das Gesamtvermögen. Die aktuellen Punkte nehmen zu oder ab, wenn du Punkte erhältst oder bezahlst. Das Gesamtvermögen ist die Summe deiner aktuellen Punkte und das Wert der Punktewertzahl deiner Spiele. Passt halt deiner Spielfelder, meine Güte. Um zu gewinnen, musst du dein Gesamtvermögen auf den Wert des Punkteziels anheben. Ja, wir haben 5000. Ja, ich möchte ein Kommando drauflegen. Wir haben Feuerer, wir haben Stopp, wir haben Antigraver, Minenfeld. Ich leg's einfach mal Feuer rauf. Ja. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wenn wir verlieren, ob wir die ganzen Kommandos verlieren. Da bin ich mir nicht sicher. Ich bilde mir ein, das ist so, aber ich glaube, dass ich mich auch eventuell täuschen könnte. Ich hoffe, man hört die Sirene nicht. Wenn ja, tut's mir leid. Ich habe mich ja schon daran gewöhnt, weil die genau neben meinem Haus ist. Ja, nein, no, oh Gott sei Dank. Oh, Aqua. Hey, was haben die beiden denn getan, dass sie keine Punkte haben? Oh. Was haben wir denn hier drauf? Wir haben gemacht. Ja, komm, ich nehm's. Ich nehme es einfach. Bonusfelder halten. Zwei Felderkette. Wert ein. Was angrenzende Felder mit gleichen Kartensymbol um 10% gestiegen. Nice, kriege ich mir cool. So. Ich hoffe, die Folge wird nicht allzu lang. Kaufst du das? Nein, ich kaufe das echt nicht. Ich habe so ein Gefühl, dass ich irgendwie was falsch mache, ne? That's the way I like it. Aha. Nein. Ja klar, Steiner Ragnarök, ja klar, ich gehe da nie hinten. Nein. Ich gehe da nie hinten wieder hin. Ich schwöre es euch, ich gehe da nie hin. So, gut, Runde 7. So. Und 5. Ich muss auf diesem komischen Kubus rumrennen, weil sonst habe ich ein bisschen einen Schaden. So. Meine 5. Yay! Yeah. Ich glaube, wenn das ein bisschen langsam. Hey, wieso kriegt der Karten nicht? Komm, yes! Komm, jetzt würfel eine 1 oder eine 2, ist mir egal. Ich sag deine 1 oder eine 2, Mensch, Mädchen. Haha. So. Würfeln. Eine 1. Naja, okay. Nice. Oder ein Joker. Was versucht er das? Thank you. Thank you. You're welcome. Komm. Huch. Also lass sie sich porten. Es portet sich sicher auf das 1-Feld oder auf mich drauf. Ich weiß es nicht. Das überspringen. Danke. Das wollen wir uns nicht die ganze Zeit ansehen, wie die das machen. Es war so klar, dass die das macht. Wow. Wow, Aqua. Spektakulär, Aqua. So. Würfeln. Nehmen eine 4. There we go. Ja, super, Terra. Ich bin stolz auf dich. I'm so proud of you. Er hat einfach wirklich eine Joker-Karte an. Joker-Chance. Doppelte Maut. Ich hoffe, das bleibt jetzt nicht für immer. Jetzt hat Ventus raus. Ventus hat raus. So, ich bin wieder dran. Gott, ich glaube, es geht schon richtig lange in das Spiel, ne?
ja. Wert alle Fälle um 7% gestiegen. Was soll das jetzt heißen? Erst. Mittes, krieg dich mal wieder ein hier. Ich habe nur zwei Felder. Übertreib mal, Junge. Gelbe Zone. Jetzt kommt Aqua. Du musst es jetzt nur 23 zahlen. Hey, was heißt hier abkaufen? Ich glaube, es geht los. Die wollen das abkaufen. Ich kann jetzt allein gehen oder ich könnte auf. Sorry, ich mach das so. Ich habe keinen Bock, dem so viel zu blechen. Nee, never. Ich habe ein bisschen ein Problem, weil Aqua langsam aufholt. Gott, mit ihrem blöden Ragnarok. Ich hätte mir Ragnarok vorhin kaufen sollen. Ich hätte gern drei Würfel. Nein, 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 nein. Auf Frost. Frost und Feuer. Ja. Okay. Dahin. Komm so oder so auf das Feld. Okay. Perfekt. Ja? Minenfelder. Alright. Ich glaube, wenn sie einem die Felder abkaufen, sind die weg. Kann das sein? Yeah. Automatisch gegangen ist. Hm. Ja. Tun wir Antigraber rauf. Ich meine, wir haben bald die 5000 erreicht. Bald. Haha. Schieß mich darüber, bitte. Ich will das Feld haben. Hier haben da eine. There we go. Blaue Zone eingenommen. Wert aller Felder in dieser Zone um 50% gestiegen. Schön. Läuft doch. Läuft doch, aber wir haben bald. Das ist, ja, wir haben das bald fertig. Alter, voll ab. Die betteln sich da gerade um Platz 2 und 3. Haha. Ich habe so ein dummes Gefühl, dass sich das Blatt noch bald wenden wird. Aber ich hätte so gern Ragnarök gehabt. So gerne. Aber okay. Ich kann es leider nicht ändern. So, ich habe leider keine Karten mehr. Erhalten. Das ist aber schön. Ja. Ja. There we go. Was ist jetzt passiert? Doppelt. Achso, okay. Ich dachte mir gerade, hä, was passiert jetzt?
Aber wir einfach alle den falschen Weg gehen und nicht den richtigen Weg benutzen. So, ich brauche jetzt noch Rot und dann sollten wir das gewonnen haben. Oh, nice. Da wäre nur Vita gewesen, oh Gott. Mich regt es aber immer noch auf, dass ich jetzt einen Ragnarök habe. Aber gut, was will man machen? So, 4. Na, wir gehen da lang. So. Gottchen. Das irgendwie beschleunigen. Und ich habe gewonnen. Es ist vorbei. Ist es noch nicht vorbei? Ist es echt noch nicht vorbei? Ich habe doch schon gewonnen. Antigrava? Brauche ich Antigrava nie? Weil ich sollte mich auf das konzentrieren, wie welche. Och Mann, geh doch darüber. In den Feld. Ach, 240, danke. There we go. Ist das Spiel noch echt nicht vorbei? Oh Gott. Ich glaube, ich muss auf das Schlüsselfeld. Nice. Gut, dann wird das unser nächstes Ziel sein, dann wird das Schlüsselfeld gehen. Ich weiß auch nicht, ich hoffe, ich muss nicht genau drauf landen. Sonst fühle ich mich, als würde ich Mensch ärger dich nicht spielen. Oh Gott, das dauert alles gerade viel zu lange. I like it. Eine 1 wäre jetzt mega cool. Warum rennst du doch da lang, du Schlauberger? Jetzt habe ich nämlich ein Problem, ne? Weil durch meine Punkte runter. Und die putschen sich da hoch. Und dann kriege ich ein Problem. Und dann verliere ich das Spiel. Ich will dieses Spiel nicht verlieren. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Ja. Na gut, wenigstens etwas. Machen das jetzt. Haben wir da Eis? Gut. Wir haben das Spiel gewonnen. Halleluja. Gut. Easy. Easy, ja. So. Wir haben gemacht und Sperrtufe. Also hätte ich mir Ragnarök holen sollen. Ich hätte mir echt Ragnarök holen sollen. Aber gut. So, das steigt alles schön auf. Und die Grabe steigt auf. Die Marsch. Die Marsch ist voll. Stopp ist voll. Das ist schön. Perfekt. Gut. Dann will ich aber sagen, das war es auch mit dieser Folge von Kingdom Hearts, Birth by Sleep und in der nächsten Folge. Schauen wir eventuell die Mirage Arena an oder wir gehen tatsächlich in Disney Stadt. Also mal sehen. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.